Servus Freunde und herzlich willkommen mal wieder vom Nürburgring. Allerdings sei gesagt, wir bleiben nicht am Nürburgring, denn wir machen heute mal was wir noch nie gemacht haben. Wir fahren auf Achse mit unseren Rennwagen zur Rennstrecke. Ja, wir müssen sogar einen Grenzübertritt machen. Ja, weiß nicht, es hört sich jetzt weit an, aber wir fahren nach Spa-Francorchamps. Das sind knapp über 100 Kilometer. Wir haben gesagt, wir sind der Sebastian und ich. Ey, kein Bock jetzt hier aufzuladen, weil ich bin heute Morgen von Spenge hier an den Ring gefahren, weil man hier ein Auto hier steht. Dann hätte ich jetzt mit dem Anhänger hinfahren müssen, hätte hier aufladen müssen und dann dahin fahren müssen, wieder abladen, wieder aufladen, wieder hin, wieder abladen und wieder nach Hause. Ach, gar kein Bock. Deswegen haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir fahren auf Achse hin. Haben wir noch nie gemacht. Ist natürlich maximal unbequem. Weiß auch nicht, wie es beim Grenzübertritt ist, ob die uns da anhalten, weil die denken so, okay, das ist natürlich nicht richtig, dass man hier so mit Rennwagen auf der Straße fährt. Aber mal sehen. Wir haben natürlich komplett Straßenzulassung. Aber wie es dann immer so ist, das muss man natürlich erstmal wissen. Und von außen sieht es erstmal nicht so aus. Ich hole die Kiste jetzt aus der Garage raus. Hier, Manta-Garage, da. Da steht sie drin. Und dann treffen wir uns gleich mit dem Sebastian. Schauen wir mal. Spa, die ist ja noch gar nicht gewesen. Immer wieder schön dort. Letztes Jahr waren wir nach dem Italien-Trip da. Wetter soll lala werden. Wir werden sehen. Abwarten. Wir sind heute mit dem Pistenclub da. Das wird wie immer eine sehr gut organisierte Veranstaltung, denke ich. Und dann schauen wir mal, was dazu gibt. Ne? Ich hole jetzt erstmal die Kiste raus. Boah, es ist auf jeden Fall mal schön frisches Eifelwetter hier. Ah, hier steht er. Schön. Ah, ist schön frisch. T-Shirt hier. Naja, ob das eine gute Idee ist. So, ich fahre den Bock jetzt erstmal raus. Ich hoffe einfach, dass Batterie noch da ist, weil das ist schon ein paar Tage her, wo ich den hier reingestellt habe. Ne? Gucken wir mal. Ja, schon mal gut. Licht haben wir schon mal. Und schauen wir. Perfekt. Läuft. Easy. Tank natürlich komplett leer. Ein Liter noch drin. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal hoch direkt zur Tankstelle. Nicht, dass wir jetzt hier noch liegen bleiben auf den letzten Metern, weil gerade hier so, wenn es jetzt berghoch geht mit einem Liter drin, ist natürlich nicht so dolle. Jetzt sagt der 0,0, Tankinhalt 0,0. Und der Mist, nein, nein, oh, ich dachte, geht aus. Alter, wir haben es geschafft. Jetzt sagt er wieder 1. Also, es ist knapp, es ist eine knappe Geschichte. Ich dachte gerade, er geht hier aus. Alter, das wäre so bitter. Das wäre so bitter gewesen. Leute, bitte stellt euch mal vor, wir wären jetzt da liegen geblieben. Das wäre einfach das Bitterste, was uns hätte heute passieren können. Genau hier wären wir liegen geblieben. Gut, dann hätte ich jetzt von Manta da vorne einen Kanister geholt, aber das wäre natürlich trotzdem irgendwie so maximal unangenehm. Also, wenn die Anzeige im AIM stimmt, müssten jetzt so 63 Liter reingehen, weil, ja, ich denke mal, obwohl 60 ist halt eigentlich der Tankinhalt. Ich weiß nicht, bis wohin der den misst, ob der diese 3 Liter, die noch mehr reingehen, mitmisst oder nicht, aber das sehen wir jetzt. Ah, ja, okay, er misst sie auf jeden Fall mit. Ja, gut, das ist natürlich perfekt. Er hat jetzt gerade gesagt, noch 1 Liter drin, wo wir wieder gerade standen. Ich mach mal komplett voll. Ja, okay, ist auf jeden Fall, ist leer gewesen, ne? Hallo Sebastian. Hallo. Das war's schon. Ich gebe das einfach ins Navi an jetzt, ne? Ja, ich habe auch einfach. Aber du hast nicht Route, einfach oder? Schnellste Route, ne? Ja. Ja, gut. Hast du Fahrzeugschein dabei? Ja. Gut, weil die haben gestern Grenzübertritt. Echt? Viel kontrolliert, ja. So, dann geht's jetzt mal los, ne? Auf die Reise. Oh, umgeknickt. Oh, noch, ey, in meinem Alter. Moin. So, alle Klotten hier reingepackt. Zeige ich euch aber gleich. We're in the middle of nowhere.
geschafft. Alter, ich bin taub. Ich muss nur noch schreien, weil ich nichts mehr höre. Junge. So, ich bin jetzt auch offiziell taub. Hattest du AirPods drin? Ja, ja, klar, nicht AirPods. Alter, weißt du, wie laut es ist ohne AirPods da drin? Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, ich kenne jedes Zahnrad jetzt persönlich in dem Auto hinten. Alter, war das laut. Licht habe ich noch an, sehe ich gerade. Ja, aber Wetter ist doch ganz in Ordnung eigentlich, oder? Ja. Aber was natürlich gut ist, ist mir nicht kalt im Auto, ne? Also wir haben natürlich keine Heizung, aber ja, es geht. So, die Anmeldung ist geschafft. Na gut, ist ja alles schon vorher geklärt. Das ist eigentlich nur Startnummern. Und dann Bentley und dann geht's los. Können nachher auch mal Urush gucken da hinten, ne? Das kannst du. Ja klar, kannst überall hinlaufen. Kannst aber auch hinfahren. Also ich denke, wir fahren lieber. Kannst du die quer nehmen heute Mittag? Hä? Runde machen wir das direkt. Okay. Erste Runde direkt. Aber wir fahren jetzt lieber mit deinem. Wir können die Startnummer einfach auf deinen kleben, dann fahren wir die quer. Dann ziehen wir die einfach gleich wieder ab. Ey, das geht eigentlich, ne? Ziehen wir die wieder ab, kleben wir mir drauf. Ja, genau. Nee, das machen wir mit deinem. Nein, das geht nicht. Aua. Die haben Wartungsposition. Guck mal, ich habe extra meinen persönlichen Scheibeneinwischer. Boah, Junge. So, übrigens, Fazit Anreise auf Achse. Was ist denn dein Fazit Anreise? Entspannt für mich. Für dich war echt entspannt, ne? Ja. Aber gut, Sebastian kann sogar noch Heizung theoretisch anmachen, ne? Ich hab Heizung. Hast du Heizung angemacht? Ja, ich auch, aber die ist halt immer an, ne? Meine Heizung ist immer an. Nee, aber ansonsten war es echt in Ordnung. Außer jetzt die Huckelwege am Ende, ey, da dachte ich schon, das Fahrwerk, das bringen wir halt direkt zur Revision hier nach. Was hast du verbraucht, weißt du das? Keine Ahnung, ich schätze mal 9-10 Liter. Ich habe 9 Liter, also laut dem Ding 9 oder 10 Liter verbraucht. Ich hab's nicht gesehen. Aber es waren 100 Kilometer, ne? Bei mir steht 29,5 noch. Ja gut, das geht halt auch nicht mehr weg. Ne? In diesem Leben, wenn du es nicht resettest, geht es nicht mehr weg. Dann bleibt es für immer. Ja, so, Startnummer kleben hier. Wunderbar, Scheibe ist sauber. Diese Dinger kleben, es ist alles vorbereitet. Es ist einfach nur perfekt. So, wir machen jetzt hier noch eine richtige Kontrolle nach dieser Was langen Anreise. Was kriege ich eigentlich pro Stunde? Pro Stunde? Mindestlohn. Ne, ein Apfel. 12 Euro. Ja, die sind fest. Die brauchst du nicht prüfen. Die waren seit 1300 Kilometern nicht mehr los. Aber vorne, die müssten wir prüfen, weil da hatten wir sie wirklich los. Ah, die nicht, aber die andere Seite. Wie die nicht? Du hast doch auf beiden Seiten neue Scheiben. Nee, ich hab doch gar keine neuen Scheiben. Hä, die waren doch drauf? Ja, zum Test, nur auf Spaß. Ach, du fährst ja heute gar nicht. Nee, heute nicht, ne? Ich wollte das erste Mal Ausschlussleben oder so, die fahren eine Strecke, wo man jetzt nicht komplett stirbt, wenn die Bremse. Weißt du? Wenn die Bremse stirbt, dass man nicht komplett stirbt. So, jetzt bin ich gespannt. Die Seite hat nämlich Raffi angezogen und das könnte auch durchaus sein. Oh, alle locker. Ja. Nee. Hat er gut gemacht, bis jetzt. Eine festgezogen, hat er gut gemacht. Ja, passt. Wunderbar. Wunderbar. So, wir fragen jetzt erstmal unseren Rennmechaniker, was das mit dem Luftdruck soll. Also als richtiger Rennmechaniker, was hast du da vergessen? Warm ist Luftdruck. Er. So. Also ich habe keine Frau und Kinder, mir ist egal, was du mit mir machst. Schön, ich schon, also ich mach ruhig weg.
den ersten Stint überlebt, beziehungsweise wir sind ja quasi einen halben von der Racecar-Gruppe gefahren und einen halben von der Streetcar-Gruppe. Also einen ganzen, oder? Ja. War gut? War gut? Ja, schön. Also. Aber fehlt ein bisschen Druck, ne? Ja, Leistung fehlt halt. Moin, er hat schwarzpolierte Scheiben rundum. Rundum. Vorne auch. Echt? Ja, vorne war auch schwarz. Nee, Strecke ist hammer geil. Strecke ist geil, ne? Strecke ist richtig geil, kann man echt sagen. Wir müssen uns gleich immer noch mal so ein Magazin hier schnappen und mal gucken, wann noch Termine sind dieses Jahr, was wir uns noch einbuchen können. Italia, Bella Italia. Bella Italia wäre gut, ne? Ja. Schöne Italien-Tour. Fahren wir auch auf Achse dann hin, ne? Können wir machen. Wir schicken einfach die Reifen dahin vorher. Wir schicken eine Europalette einfach mit unserem Stuff dahin. Mit dem Slick und Wagenheber und so und wir packen da runter. Ich wäre dabei. Machen wir PS4S drauf, falls es regnet beim Track, da haben wir nämlich Regenreifen. Das wäre ja einfach perfekt. So, jetzt überlege ich mal gerade, mein Handy nehme ich noch mit, damit mir das keiner rausnimmt aus dem Auto. Sebastian hat hier übrigens wieder meisterhafte Folierarbeit geleistet. Ich bin stetig am Verbessern. Ja, oder? Habt ihr schon mal so einen guten Folierer gesehen? Nee, ne? Immer fein. Halt. Norman probiert das anzuschneiden, oder? Norman ist da mit einem Brotmesser einmal so durch. Wirklich, oder? Ja, ja. Ja, also die Folie hat sich überall gelöst, weil der Folierer von dem Auto, den können wir auf jeden Fall nicht empfehlen. Das kann man schon mal so sagen. Der ist definitiv nicht empfehlenswert. Aber der Folierer von meinem Auto, der ist empfehlenswert. Ja, das ist echt gut. Das ist gut foliert, ne? Will auch dahin eigentlich, aber Norman besteht darauf, das selber zu folieren. Nein, mach das nicht. Ja, das sage ich ihm auch die ganze gleiche Zeit. Scheiße wieder. Er ist überzeugt davon, dass man das nicht sieht, wenn er das macht. Nee, mach das nicht. Das soll er erstmal bei sich machen und dann kannst du es dir angucken. Ich hab gesagt, sein Kotflügel wäre von ihm, ich soll schauen. Ja, aber der ist nicht gut foliert. Sie hat schon gesagt, die Stoßstange baue ich ab, nimm die hoch ins Wohnzimmer und lass mir da richtig Zeit. In Rot. Ganz rot? Aber mach lieber ein 3D-Design. Mach irgendein Design, irgendwas. Tornado-Rot mit weißen Felgen war mal angedacht. Ja, aber mach lieber ein Design. Sowas. Ja, hab ich mir auch. Rennwagen, ist doch ein Rennwagen. Man braucht da ein Design. Leute, was für ein Design nimmst du? Weißt du, du qualmst ja zu viel. Zu dir würde natürlich John Player Special passen. Ja, oder so Marlboro, so wie diese Barcode. Oder Marlboro, das ist auch geil. Oder Marlboro. Aber darf man das einfach so? Ja, diesen Barcode da, wo Ferrari als drauf hat, wo Zigarettenwerbung verboten war. Also damit irgendwie. Ja, aber du machst einfach Zigarettenwerbung, weil das ist ja nicht offiziell. Alle Marken. So Leute, wir gucken jetzt mal hier so ein bisschen rum. Ja, das gefällt mir gut. Ich glaub aber tatsächlich, dass das gar nicht mal so schnell ist, muss ich sagen. Ja. Das sieht irgendwie nur wild aus und ist halt auch wahrscheinlich ultra geil zum Fahren, aber ich glaube nicht, dass es schneller ist als unsere Kisten. Glaube ich zumindest. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch komplett. Ganz schnell auch. Und aber geiler ist es halt trotzdem irgendwie. Muss man halt sagen. Ja, schon wild. Findest du nicht geil? Ich find's geil. So mit den breiten Backen hier und so. Ansonsten, was sagst du? Bist du schon mal Pistenclub mitgefahren? Ja, Mitglied sogar hier. Echt? Zahlen des Mitglieds. So nämlich, sehr gut. 3-4 Mal oder so war ich auf dem Track. Immer gut, oder? Ja, immer gut. Ja, was natürlich übrigens sehr gut ist, und das gibt es bei fast keinem Track, der mit den Gruppen, dass man Slicks fahren kann. Kann man, ja. Überall, auch sogar Nordschleife gibt es Track, dass man Slicks fahren kann. Ne? Machen die das da auch? Ja. Nicht alle, aber einer kommt noch. Ende des Jahres einer. Da müssen wir eigentlich uns ein Jahr, wenn es noch frei ist. Und dann neue S8M. Ja. Nicht L, sondern M. Ja, eins weicher. Eins weicher, schön. Ja, dann wird es auch bis zu 20 Sekunden schneller oder so. Ja, 15 bestimmt. 10, 15, das wäre schon krass. Ja, ich glaube, das machen wir. Ja, wenn es geht. Aber auch das mit den Gruppen ist gut, weil du halt 40 Minuten fährst und dann hast du deine Ruhe und die Geschwindigkeit und passt besser zusammen. Ja, stimmt. Straßengruppe ist einfach. Ja, das passt halt einfach. Ne? Guck mal, ich meine, wir haben natürlich auch so Rennautos. Ja, die gehören auch nicht in die Straßengruppe. Nee, deswegen. Also das ist die Renngruppe ist schon deutlich schneller. Genau, wir haben zwar eine Zulassung, aber das war dann halt auch alles. Sebastian sagt gerade, Race Control hat angerufen, Track Limit ist leider jede Runde überschritten. Ich sage, bei Assetto Corsa hätten wir nicht eine gültige Zeit gehabt. Nicht eine, weil Rouge immer viel zu weit links. Weil ich habe das auch schon so, wenn ich Assetto Corsa gefahren bin, immer übelste Probleme, dass ich Rouge überhaupt mal eine Zeit hinkriege. Immer Track Limit, Track Limit, Track Limit. Nervig, Alter. Aber das lädt auch so dazu ein, einfach gerade drüber zu schießen. Ne? Rouge ist da vorne übrigens die Kurve, die sieht man von hier ganz gut. Seht ihr die? Da so. Das ist die Rouge. Deswegen alles, was ihr hier seht, die Tribünen da hinten und so, das alles nur, weil Formel 1 war. Die da oben wurden ja neu gebaut, das wurde ja auch alles neu gebaut hier. Aber kannst du dir vorstellen, mit 320 Klamotten durch 320 fahren die 300 da, halt, ja. Das ist unnormal. Das ist wirklich geisteskrank. Guck mal, was fahren wir? Keine 200, oder? 180 oder so, müssen wir mal gucken. Das ist brutal. Guck mal, noch ein Normen. Zweimal Normens Auto. Aber irgendwie beide heile. Ja. Bald, es ist jetzt September, sagt Zandvoort, ist er wieder am Start. Ja, das glaube ich auch. Schön. So, jetzt gehen wir mal hier ins Essen rein.
fröhlich sein. So, gut gesättigt. Sebastian ist gerade Geld holen, weil der sich jetzt auch noch einschreiben kann. Schreibt er sich ein. Sagt, nein, eigentlich ist das eine geile Kombo. Also oben die Leiste, weiß ich jetzt nicht, weil es rot nicht so passt zum Rest. Weil es irgendwie heller ist, aber ansonsten die Felgen in Kombination mit dem Schwarz habe ich so noch nie gesehen. Sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Komm, ich zeige euch das nochmal so. Ein bisschen. Schon fett, ne? Also wie gesagt, das vorne, den Streifen sehe ich nicht. Und diese Leiste sehe ich auch nicht in Rot, weil die passt halt nicht. Es ist halt irgendwie dunkler, das andere. Ansonsten sieht es echt schon ziemlich geil aus, weil oben, das gibt es halt auch in genau Felgenfarbe eloxiert. Wenn du irgendwie, kannst glaube ich diese Farbe nehmen und schwarz und ja, schon Chef. Ansonsten, was natürlich echt auffällt, Piston Club Track Days, siehst oft die gleichen Gesichter, will ich nicht sagen, weil die Gesichter dazu kenne ich gar nicht, aber die gleichen Autos, ja. Das heißt, diesen M4 mit den schwarzen Scheiben, da vorne zwei, drei Porsche, die bei jeder Veranstaltung, die haben sich auch im Kalender durchgebucht für alle Veranstaltungen. Da sieht man sich immer so ein bisschen wieder, ne? Wir holen uns auf jeden Fall gleich hier noch vom Pistenclub so ein Magazin, weil da stehen nämlich hier die Termine drin und dann gucken wir mal, was es dieses Jahr noch gibt, weil manchmal aktualisiert sich das ja auch. Das heißt, selbst wenn am Anfang des Jahres noch gar nicht alle drin waren, kommen immer noch mal im Laufe des Jahres welche dazu. Und das schauen wir auf jeden Fall gleich mal rein. So, Sebastian hat sich auch noch mal Startnummern. Wo sind denn die jetzt? Ach, auf der Tür. Ja, ja, 116. Hat sich auch noch mal schnell eingebucht hier. Pistenclub spontan vor Ort. Ist natürlich ab mittags, wenn Leute absagen, kann man sich da natürlich noch immer mal ein bisschen spontan einbuchen. Weil da hinten sind einige, die abgereist sind, Autos kaputt und so weiter. Deswegen gibt es jetzt noch mal gleich ein bisschen M2-Action. Fährst du gleich? Nee, mach erstmal gleich die Map jetzt hier. Los. Los, machen. Wir wollen dich, das ist so unfair, sonst. Wir haben keine Zeit mehr. Doch, haben wir, komm. Die 30 Sekunden. Aber maximal CS-Map. Nein, mach einmal normal. Ich sag dir, wir sind. CS ist doch auch viel schneller. Aber du bist doch schneller in der Kurve. Nein, du bin ich 200, doch nicht. Dein Auto, Digga, hat 100 Kilo weniger. M2, der ist viel schneller. Mach jetzt halt mal. Dein einmal Auto, die normale. Du machst Auto immer CS-Map und das Auto ist trotzdem viel schneller. Das ist total nervig. Außerdem brauchen wir gar nicht mit denen drauf fahren. Die fahren eh alle warm. Wir haben 40 Minuten, die fährst du eh nicht durch. So lange hält dein Tank gar nicht. Das ist wahr. Ja, also. Haben wir beim Longrun festgestellt, ne? Ja, und hier ist noch viel mehr Longrun, weil hier viel schneller ist. Viel weniger Longrun. So, jetzt machen wir die normale. Ich schau mir das jetzt mal an. Das ist so frech. Nee, weil das doch viel besser ist. Das macht viel mehr Spaß da. Können wir wenigstens. Ich sage dir, ich werde dir sagen, wir sind genau gleich schnell und du sogar einen Tick schneller. Ja, im Ding zeigt auch 400, aber dann in der Kurve, ich habe 200 Kilo mehr halt. Ja, aber du hast auch jetzt die Retzer, gut, das ist jetzt kein Grund mehr, aber... MHD-Flash. Guck mal, was ist denn das? Nee. Da, Null, Map, Null. Flash ist Stage 0, Serienleistung, Flash die Serien, aber MHD bleibt installiert. Gut. Ich muss OBD noch sperren, Moment. Ja, und wir werden jetzt... Bodenlos ist nee, das. Wir werden einfach genau gleich stehen. Dann nimm die Kiste mit. Ja, und dann fliegt mir die Scheiße um die Ohren, wenn wir uns... Map flashen. Wenn wir uns in eine Karre fahren. So, und jetzt, was ist jetzt wieder, wenn das alles nicht funktioniert? Dann hasse ich dich. Ich hasse den Moment. Ja. Ich hasse ihn. Ja, ist das Schlimmste, ne? Schlimmsten 20 Sekunden. Ja, ist wirklich so. Vor allem, es passiert nichts, ne? Doch, wird geflasht. Wenn da schon Erasing steht, denke ich, immer steht Error da. Wir schauen uns das jetzt an und wenn du mir wegfährst, dann... Ja, aber ich sage, ich fahre dir nicht weg. Es wird genau gleich sein, weil, guck mal, Tobis M2 fährt mir sogar weg. Echt? Ja, ja. Ja gut, das steht auch... Ja, der war Serie, ne? Ja, aber er hat keinen Flügel, aber er ist leichter. Sebastian jetzt vor mir. Wir haben allerdings nur noch 22 Liter Sprit. Das heißt, da müssen wir eh mal gucken, wie weit wir da jetzt mitkommen. Wir hatten am Anfang 50, ja, aber ein bisschen was schaffen wir dann natürlich.
Moin, alles klar, keine Ahnung, was das war. Tja, und so endet hier der Tag. Spannend ist, wenn man ohne Trailer hinfährt, in dem Gedanken, dass das ja funktioniert. Hallo. Bonjour. Bonjour. Hola. Oder Meto, mach ja bon. Yes, but I cannot drive so long. The cooling system is down. So, jetzt haben wir neutral drin. Ich weiß halt nicht, was kaputt ist. Das ist das Problem. Ah, das ist die Servo, die geplatzt ist, glaube ich. Das ist Servoöl. Warum auch immer. Der Riemen ist noch drauf. So, dann fahren wir mal einen Abschleppwagen, ne? So, abgeladen hier. Also es bestätigt sich das, was ich jetzt gerade eben zum Schluss gesagt habe. Ich hätte natürlich trotzdem nicht weiterfahren können, weil ich alles volltropfe, aber theoretisch könnte ich fahren. Ihr seht, hier ist kein Öl mehr drin. Das ist also irgendwo eine Leitung, ein Anschluss oder irgendwas geplatzt, was auch immer. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, keine Ahnung wo. Also Riemen sind auch noch alle drauf, weil das hatte ich eben direkt geguckt, ob der Riemen wieder gerissen ist, aber ist er nicht. Er ist natürlich mega behindert, weil ich stehe natürlich jetzt in Belgien ohne Anhänger. Das ist das erste Mal, dass ich ohne Anhänger zur Rennstrecke fahre. Das ist eigentlich so dumm. Und das merke ich gerade, wie dumm das ist. Also das ging mal komplett nach hinten los. Ja, ich gehe mal jetzt zum Sebastian und dann kläre ich mal ab, was wir machen. Ich meine, ich bin ja ADAC-Mitglied, von daher rufe ich da jetzt gleich einfach an und die sollen mich hier wegholen. Ich glaube, das müssen die ja, ne? Also, das ist zwar eine Rennstrecke, aber das ist ja eigentlich egal. Also, ich könnte ja theoretisch sogar fahren. Das heißt, ich könnte sogar hier rausfahren. Aber ich weiß natürlich nicht, wie gut. Nee. Die Servopumpe findet das gar nicht gut zu fahren, so. Das geht gar nicht. Kann sogar sein, dass die davon in den Arsch geht, wenn zu wenig Flüssigkeit drauf ist. Das können wir also nicht machen. Ja, ich bespreche mich mal mit Sebastian. Also, wir haben jetzt gerade zweimal probiert beim AC anzurufen, das ist auf jeden Fall der größte Witzverein, den es gibt, weil da geht nämlich mal gar keiner dran. An der ACE Notruf Hotline auf einem Montagmorgen, also es ist ja nicht, dass irgendwie Wochenende oder so wäre, da erreichen wir niemanden. Wir machen das jetzt über ein ADAC, weil ACE, ja, da werden wir jetzt auch mal die Kündigung einreichen, weil letztes Mal war schon so ein Pain mit dem Schlüssel, ne? Da hatte ich auch schon so einen Krampf, ja. Wollten die nicht bezahlen, wo der Schlüssel im Auto war. Weil die meinten, ja, der Schlüssel liegt ja im Auto. Den haben sie ja nicht verloren, sondern liegt ja im Auto. Ich sag, Jungs, Alter, was ist denn das für ein Unterschied so? Der Mitgliedsbeitrag einziehen, ja, sind sie immer stark. Mitgliedseintritt, ja. Aber ich werde das jetzt auch kündigen, weil das ein absoluter Müllverein ist. Lieber ADAC, auch wenn die für Tempolimit waren, deswegen wollte ich das ja damals nicht, ne? Ja, ja, aber... 80 Euro, aber... Ist ein Witz. Hallo. So, Freunde, wir fahren jetzt eine Runde mit Sebastian und seiner Stage 2 Plus. Es wurde alles geklärt, mein Auto wird jetzt vom Lenz, vom Nürburgring abgeholt. Danke auf jeden Fall dafür. Ich muss mich nochmal so halb beim ACE entschuldigen. Es ging eben jemand dran und das hat jetzt auch, naja, nach ungefähr 20, 25 Minuten Telefonat, kann man so sagen, oder? Ja, das ging jetzt schon. Einigermaßen reibungslos geklappt. Die holen das jetzt ab, die bringen das dahin und machen das jetzt. Deswegen hat doch geklappt. Ich musste aber trotzdem 8-mal anrufen, bis einer dran ging, das ändert sich immer noch nicht. Ja, Leute, Sebastian, er fährt jetzt nochmal eine Runde. Ich warte jetzt auf den Lenz, dass der mich hier abschleppt.
und ich wandere jetzt allerdings einmal schön hoch zur Eau Rouge, dass ich da einmal gucke, beziehungsweise dort vorne bei der Tribüne, weil da sehe ich ja den Lenz, wenn er da langkommt, kann er mich dann direkt mitnehmen. Ja, schade, Schokolade, egal, mit Sebastians Auto ein paar Runden gefahren. Ich bin jetzt ja auch mit meinem Auto quasi, naja, ein Stint gefahren. Ja, auf jeden Fall ein Stint, also zwei gute, kurze Stints bin ich gefahren, plus mit Sebastians Auto nochmal. Nur ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ne? Ich bin natürlich immer froh, wenn die Kiste wieder heile auf dem Anhänger steht. Jetzt steht sie optisch heile da. Das ist auch schon mal gut. Und ist auch die Hauptsache. Ja, Spa ist schon gewaltig. Ne? Das ist halt wie eine kleine Stadt irgendwie. Das ist halt einfach komplett. Allein diese ganzen Buden, die überstehen, die bleiben halt auch hier stehen. Die sind halt nicht weg. Ne? Hier ist das alte Fahrerlager, würde ich sagen. Weil die Formel 1, das muss man gerade überlegen. Ja, die werden ja oben sein, klar, in den neuen Boxen. Ja, Tom, merkst du selber. Ne? Also hier sind, glaube ich, die alten. Sieht man auch, weiß nicht, was da für Autos früher reingefahren sind oder ob die mal die Asphaltdecke neu gemacht haben oder so. Aber ja, da fahre ich mit meinem Auto auf jeden Fall nicht hoch. Ja, die hier vielleicht, nee, ach, never, keine Chance. So, da ist die Eau Rouge und da ist auch Sebastian. Geil, das wäre natürlich ein Zufall. Ich habe echt gerade angemacht, weil ich hier stehe. Und da fährt die Formel 1 halt mit über 300 drüber. Das ist schon geisteskrank, ne? Also kann man sich halt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Überlegt euch das mal. Weg. Einfach da oben sind bestimmt noch geile Plätze zum Gucken. Ah, die sind noch komplett neu gebaut mit so VIP-Lounges da drunter und so. Da sieht man ja die Glasdinger da. Ich weiß nicht, Fokus passt wahrscheinlich an meine Hand. Ne? Ich gehe nochmal weiter hoch. Ah, hier bin ich ganz oben. Jetzt sieht man nochmal ein bisschen. Hier, da ist auch noch so ein Restaurant. Hier ist ein Hotel. Jo, Hotel an der Orange. Ah, hat wahrscheinlich niemand auf. Da ist auf jeden Fall die Tankstelle. Ja, da ganz oben steht mein Auto. Ja, und das Gelände ist halt so riesig, das geht nach da hinten hin, nach da noch so extrem weiter. Da vorne sind auch noch Tribünen, die sind natürlich echt nicht so geil, weil die sind relativ weit weg von der Strecke. Seht ihr die da ganz hinten? Da weiß ich auch nicht, was das soll. Ja, für alle, die neu am Start sind, gerne hier mal den Kanal abonnieren. Das ist für euch ganz einfach. Einfach hier unten drauf drücken. Kostenlos. Video gerne einen Daumen nach oben geben, ist auch ganz, ganz einfach. Und dann sehen wir uns ja bestimmt nochmal. Ja, ich wandere jetzt mal hoch zu meinem Auto. Der Abschlepper ist da. Ich möchte trotzdem mal festhalten, das ist heute eine Premiere. Dieses Auto musste vorher noch nie in seiner ganzen Rennkarriere, also wo ich drauf rumgehackt habe, noch nie mit dem Abschlepper fahren. Ist heute eine Premiere und heute gleich zweimal. Einmal von der Rennstrecke runter und einmal von der Rennstrecke nach Hause. Top. Aber es ist wirklich, ist mir gerade so eingefallen. Ich dachte gerade so, Abschlepper fahren und so. Und dann fiel mir eigentlich, nee, der Einser, der musste mal beim Lenz auf dem Ring mitfahren. Das war das erste Mal, dass ich abgeschleppt wurde. Ja, und heute ist das zweite Mal, dass ich abgeschleppt wurde. Das zweite Mal, dass was kaputt ist. Aber wie gesagt, das erste Mal in der Karriere dieses Autos, dass er mit dem Abschleppwagen heimfahren musste und mit dem Abschleppwagen halt von der Rennstrecke geholt werden musste. Natürlich, ich habe ihn schon öfter mit dem Trailer gefahren, aber das ist das erste Mal halt von der Rennstrecke runter, dass er nicht selber fahren konnte. Und er wäre ja sogar gefahren, weil es ist ja nur die Lenkung ausgefallen. Aber die Pumpe läuft natürlich jetzt mit die ganze Zeit ohne Öl und geht dann natürlich Schrott. Und deswegen kann er nicht fahren. Jo, es gibt übrigens hier ein neues Magazin vom Pistenclub hier, 723. Letztes Mal war nämlich immer April oder so. Wir gucken mal rein, wann jetzt die nächsten Termine sind. Übrigens, für alle Geschäftsleute unter uns, euch, wie auch immer, ihr könnt euch hier einbuchen. Ne? Das haben die mir nochmal gesagt. Da sind jetzt Plätze frei geworden tatsächlich. Das ist immer sehr gut gebucht gewesen, aber jetzt gibt es wohl das erste Mal wieder Plätze. Wegen Preisen und so weiter könnt ihr euch gerne mal beim Pistenclub melden, weil es ist natürlich eine interessante Zielgruppe hier gerade. Guck mal, sowas hier, so ein Pool. Gerade für diese Zielgruppe, Porsche-Fahrer, die ja gut vertreten ist, ne? Ja, macht sowas dann schon Sinn, ne? Wollte ich euch nur mal mit auf den Weg geben. Ist auf jeden Fall schick gemacht, aber ich suche jetzt hier trotzdem erstmal die Terminliste. So, da haben wir sie. Also, wir sind jetzt aktuell, Stand jetzt sind wir heute in Spa. Das muss irgendwo hier sein, 28.8. Heute ist gleichzeitig der Red Bull Ring. Ich zoome mal ran einmal. Red Bull Ring. Dann ist am 17.9. der Bilsterberg, okay? Und am 18.9. nochmal Spa. Haben wir denn nochmal vielleicht auch Zandvoort? Ja, am 30.10. Den werde ich auf jeden Fall noch mitmachen. Zandvoort, das ist ganz wichtig, weil das war so geil, die Strecke. Jeder, also ich weiß natürlich nicht, ob das ausgebucht ist jetzt hier, aber jeder, der diese Strecke Zandvoort noch nicht mitgemacht hat, sollte die dringendst mal mitmachen.
Ansonsten hier natürlich Italien auch was Schönes. Mugello am 5.10. Ah, ist halt so weit, ne? Dijon war ich noch nie. Hatten wir schon mal geklärt, glaube ich. Ja, und Monza, man könnte natürlich Mugello mit Monza. Ah, es sind 10 Tage zwischen, ne? Dann machst du 10 Tage Italienurlaub. Naja, ich weiß ja nicht, ey. Ja, aber das ist auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also da auf jeden Fall. Bilzer Berg wäre auch interessant. Spa nochmal. Ja, ich bin ja nicht gefahren heute, ne? Also so ein bisschen nur. Vielleicht, naja, könnte man es ja nochmal machen. Ah, hier, das wusste ich gar nicht. Gasthaus Weber. Kann man bei Pisten- und Clubveranstaltungen. Ah, ist natürlich fair, ne? Doppelzimmer 95 Euro. Das ist natürlich echt fair. Ideal zum Kombinieren. Achso, das kann man kombinieren. Schau mal. 13. Ja, du kannst es auch mit Mugello kombinieren, weil dann bist du halt lange da in Italien, ne? Naja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Unternehmer seid, wenn ihr ein Unternehmen habt, hier Werbung schalten wollt, dann wendet euch einfach mal an den Pistenclub. So, fahren wir das erste Mal auf dem Weckerlenz-Schlepper hier. Katastrophe, ne? Na, scheiße. Weckerlenz. Machen so, Auto machen so, dann Unfall. So war's. Ja, was soll ich jetzt sagen, Sebastian? Es ist, wie es ist, ne? Ja, machen wir wieder und dann fahren wir weiter. Aber ACE Deutschland ruft Lenz Nürburgring und kostenlos. Gut. Das ist gut, ja. Das ist gut. Also lohnt sich ja wirklich so eine Mitgliedschaft, ne, irgendwie. Was kostet die Nummer jetzt, was denkst du? Hat nicht aufgesetzt, ne? Nee. Alles nicht gut. Aufgesetzt? Nein. Bei Lenz nie? Bei mir nicht. Aufgeladen. Kommt jetzt zu Custom Race Tech. Es ist wie es ist, ne, Sebastian? Ja, kannst du nichts machen. Und wir fahren jetzt heim wieder mit. Ich sag immer, du hättest auch einplanken können, irgendwie auf der Scheiße ausgerutscht. Ja, ich bin ja ausgerutscht, deswegen bin ich ja gerutscht. Ja, ja, aber ja. Wenn du einplankst, ist der Tag beschissener. Dann ist er beschissener, deswegen. So ist gut. Gut gewesen. Ich glaube, die Rückfahrt zeigen wir nicht mehr. Deswegen danke, dass ihr bis dahin dran geblieben seid. Und was müssen die Leute noch machen? Kanal abonnieren, das ist ganz wichtig. Abonnieren, liken, Kommentare lassen. Alles, und alles für den Algorithmus. Schön. Und für mich auch. Und für dich. Ja. Gut, schön. Also danke dafür, Leute. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, ne? Ciao. Ciao. Oh. Das musst du irgendwie gut sein. Sebastian, das ist sogar Zoll. Lass mal einen backen, Sebastian. Mann, die gucken wegen Drogen. Lass mal einen stehen. So lustig. Ach, Mann, bitte, bitte, Mann. Ja, ich hab... Bisschen, komm, bisschen. Nein, dann oben. Nein, nicht so doll. Nicht, ich dachte, du willst... Komm, wir ziehen da mal durch. Du wirst schlecht.